Was brauchen wir? Zunächst mal mehr Befugnisse der Polizei, anlasslose Kontrollen zu machen, so wie beim Autofahren, da geht es. Das ist die bessere Möglichkeit auch in Fußgängerzonen, dass die Polizei kontrollieren kann, wenn sie ein Gefühl, einen Verdacht hat. Deswegen ist die Frage vom Messer nicht das Entscheidende. Man kann, wie wir vorhin gehört haben, auch mit einem Schraubenzieher oder möglicherweise mit einem Auto so eine Tat begehen. Zweitens, abschieben, wo es möglich ist und abschieben, wo es dringend erforderlich ist. Ein Täter, der sich einer Abschiebung verweigert, muss in Abschiebearrest kommen und dann der Abschiebung zugeführt werden. Und vor allen Dingen muss er abgeschoben werden nach Syrien. Da gibt es sogar ein neues Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, das das ausdrücklich erlaubt. Da muss endlich die Bundesregierung, die Außenminister tätig werden. Und drittens, ganz klar ist, wer sich einer Abschiebung auch verweigert oder wer nicht anerkannt ist, der darf am Ende auch keine großen Leistungen mehr bekommen. Und die Grenzen müssen geschützt werden, nicht nur durch Grenzkontrollen, sondern so wie in Bayern, durch eine eigene Grenzpolizei, die den Grenzraum kontrolliert. CDU-Chef Merz. Alle Politiker als allererstes, alle, CDU, CSU, SPD, FDP, die Grünen, die Linken, weg. Ihr seid alle schuldig. Ihr seid Mittäter und es kann sich nur was verändern, wenn ihr weg seid. Ja, und dann müssen mal Praktiker zeigen, wie es funktioniert. Ihr habt gezeigt, ihr habt Blut an eure Hände, dass ihr es nicht könnt.